Ja. So, was jetzt erstmal ansteht. Ich hoffe, hier wird mal weitergemacht. Wir müssen ein Haus in einem zweiten Lager fertig bauen. Unser Feuerpfahl, der baut die Schlepp der Sachen. Man kennt's. Nicht du. Dich brauche ich. Ich will ich mit dem Feuer machen. Haben. Na bitte. Sollte ich glaube ich auch mal ein Metall abbauen. So Erz. Erz holen gehen, damit das wieder damit nachgelegt werden kann. Fangen wir mal hier ganz routiniert beim Metallrundgang an. Erkunden können wir später noch. Ja, da drüben ist auch ein Haufen, aber gib mir mal von dieser weirden Ansammlung was abholen. Drüben haben wir doch ein ganzes Feld. Tief anfangen. Nummer 10. Ja, das Husten ist auch. Ich würde sagen, wieder da. Schon wär's. Nur noch da. Sorry, wenn ich immer wieder rumhuste, wenn nichts am Stream. Es ist das ekelhafte, hässliche Husten, das ich jetzt da habe. Ich weiß auch nicht. Es geht mit mir zu Ende. Wenn da nichts draus wird, dann haben sie das nicht verbessert. Werde ich bald mal zum Arzt müssen? Mal schauen, wie lange ich hier im Stream aushalten kann. Weil reden ist auch so eine Sache. Natürlich Beanspruchung, die ganze Zeit durchlabern. Oha. Das hatten wir noch nicht. Oha, jetzt haben wir zwei davon. Einmal die Tagesversion, einmal die Nachtversion.
ganz brav hier gewartet. So muss das. Führen. Aber da hatten wir noch so eine Nachtversion. Nach Level sortieren bringt es auch nicht wirklich. Wir hatten doch ein Hören Noctis oder so hieß das. Nifferpal. Würdest du mir echt mal angucken? Nicht. Firmen können das und Holz besuchen. Ja, als Team würde ich es wahrscheinlich nicht mitnehmen. Es hat der Nachteil, ein paar im Team zu haben. Für ein Pferd zuständig ist und noch andere Sachen kann. Okay, hier waren wir stecken geblieben. Ach schön. Ich sehe, das Spiel hat gut geladen. Oh, wir haben jetzt ein Metalldach und eine Metalltür. Sehr schön. Aber mit den Türen bin ich mal ein bisschen vorsichtig gerade. Komm, die Paar ist dann nicht mehr durch. In der Mitte würde ich gerne was drüber machen. Ist das zu hoch oder was? Nicht mit Bauwerk verbunden. Jetzt kann eins höher, wenn es geht. Ist da schon vorbei. Schrecklich. Was suchst du hier? Was ist denn hier? Darf das Haus hier nur drei hochbauen da? Was ist da los? Scheint mir fast zu. Dann muss das halt so.
würde es jetzt ein bisschen größer bauen, weil damit die großen Teils da mal durch können. Die Treppen wirklich groß und lang zu machen, ist auch nicht wirklich eine. Scheint schwierig zu sein. Eine durchgehende Treppe hier von oben nach unten. So unten geht's. Kann ich denn jetzt nicht hier experimentieren ein bisschen? Zweite Treppe hier oben drauf. Und ich bin auch so. Super, fängt das an. Genau so habe ich mir das gedacht. Wie so eine Treppe hat. Ups, optimalen Fall hier direkt. So nichts eben geführt. Wahrscheinlich müssen erstmal Wände hin. Ja, das war schon richtig. So hier. Man stößt sich da nicht in den Kopf. Nö, tut man nicht. Hier. Und das ist ein Teil einer. Okay. Ich hoffe, am ersten Nagel ist was fertig geworden. Immerhin. Das ist die große Preisverhandlung, wenn wir hier. Ansonsten müssen wir hier zumachen und dann nach oben bauen. Was ein bisschen bescheuert wäre. Okay.
Nö, funktioniert nicht. Okay, das kann ich zubauen. Sehr schön. Wieso geht denn das nicht? Das macht mich gerade fertig. Das Bauen ist ja manchmal echt eine Last. Ah, jetzt geht's. Bin ich hier bestimmt auch. Da war der riesige Bunkerschub noch nicht groß genug. Es brennt da unten wieder. Ich habe kein Metall mehr. Also hübsch wird es am Ende nicht aussehen. Ich kann mit der Einrichtung noch ein bisschen was machen. Okay, der Vogel steht in Flammen. Warum ist das nichts? Warum ist das nichts Erstaunliches mehr an Palwurz? Nichts, wo man dann nichts Überraschendes, nichts Erschreckendes. Oh, ein Teammitglied steht in Flammen. Ist halt so. Und wozu mal ein paar Fenster einbauen, damit es nicht stockend düster wird. Ja, das wird langsam. Das wird deutlich größer als das andere. Die Kapuftostruhe.
muss wieder Eisen holen. Metallerz. Türen haben sich aber auch komplett als nutzlos herausgestellt in diesem Spiel. Das ist halt einfach. Auch ich lasse es hier mal offen, hier die Rätsel kann man zerschließen, aber. Wozu hat das Haustür? Und die behindern einen selbst nur beim Reingehen und die Preise kommen nicht durch und. Warum soll's man? Warum sollte man Türen bauen? Ich weiß nicht, ging das auch bei Türen, also bei Kisten. Kisten kann man versperren. Ist man irgendwie in meinem Multiplayer. Wenn man Multiplayer spielt, dass der nächste oder dass der andere nicht ran kann. Vielleicht kann man das auch bei Türen. Am Singleplayer ist das mal sowas von. Komplett Banane. Ich denke aber auch nie daran, diese Übungsfibeln mal auszuprobieren. Die halt nutzlos in der Kiste rum. Ja, das Kisteninventar, was wir da haben, ist einfach. Warum habe ich jetzt ein. Hatte ich einen aus dem Team rausgepackt, weil der zu. Der. Ach, da war das. Wir haben jetzt das. Ich habe zwei Leute aus dem Team rausgenommen. Mit dieses Primnocht und Tiefhand im Team mit so. Okay, sehr interessant. Ich trage wieder zu viel. Nicht gut. Davon ist das Spiel so gefroren, dass es stehen bleibt. Nein, auch das ist normal beim Spiel. So ein neues Erz zum Herstellen. Müsst ihr wieder hinbringen oder kommt er von selbst? Nein, er stirbt Stein. Machst du mal bitte. Ah,
Ja, haben wir gerade nichts. Was, wenn wir noch das Arbeitstempo von dem Feuertypen verstärken würden? Wenn der dann einfach nochmal schneller. Sorry Leute, dass ihr euch das anhören müsst. Na komm. Ach, nicht genug Material natürlich. Ich kann noch ein bisschen Metall noch nehmen. Nein. Und ein Ei. Ein düsteres Ei. Hier wird wieder angegriffen. Ich krieg's noch mit. Übernehmen hier den Laden oder was? Was macht mein Mehlpacker? Mein Kingpacker? Willst du noch mitkämpfen? Ein Klemmchen. Jetzt habe ich Bossgegner ans Lager gestellt und dann hier nicht mitmachen. Das war mein Preis. Ist jetzt wieder Ruhe hier. Einmal austauschen.
Ich ignoriere gerade mal einfach das. Ich habe zu viel zum. Ich habe zu viel Zeug mit. Oh, nee. Hätte ich nicht machen sollen. Das ist das Erz, was ich im Lager reinpacken muss. Braucht halt doppelt so langsam. Und macht eine Pause. Und wo sind die Fehlpreise, die man sie mal braucht? Wie gesagt, eine Funktion, dass man dem Pal eine bestimmte Arbeit für immer und ewig zuordnen kann. Das will man, nein, nicht für immer und ewig, aber mal sagen kann, das Pal sagt, macht jetzt bis auf weiteres, bis ich dann sage, bis ich das ändere. Nur Feuer. So ein Upgrade fürs Spiel. Ja, daraus wird wohl erstmal nichts. Haben wir denn genug? Dach. Machen wir es mal voll hier. Damit die erste Etage zu kann. Die Kacke tut sich schwer, natürlich. Verlässliche Arbeitskräfte hier zu bekommen. Ausgehungert. Ich glaube, das klemmt dort einfach in der Ecke fest. Das ist das Problem. Kommt da nicht mehr weg. Nicht genug Material. Ist das Prater gerade auf die Treppe hochgelaufen? Es gibt ja fast Hoffnung. Das mal was weg.
Krieg machen. Starkes Verteidigung muss hier reinbringen. Nee, gibt's nichts zu tun, natürlich. Holz abbauen. Können die Holzplantagen abbauen, aber dann haben wir irgendwann wieder Holzmangel. Und dann bauen wir es dann mal wieder. Deswegen würde ich mal noch nicht abbauen. Nervig ist schon irgendwann. Ich gehe wieder Metall holen. Was passiert eigentlich mit dem Erz, was die dort abbauen in der Erzmine im Lager? In den Kisten habe ich noch keins gefunden. Nur zumal ein einziges Stück. Aber so richtig. Fressen die das oder? Was bringt mir das Erzlager? Erzding im Camp. Zurückzukehren. Stimmt, da sind ja noch Patronen, die gemacht werden. Um die sich keiner kümmert. Na doch. Aber zurück geht wohl hier mal jemand hin. Die nächsten 21 herstellen. Metall geht gerade. Nur noch, weil ich es selbst abbaue. Und nicht schon wieder ein Angriff. Ein wildes Gebiet, wo wir hier gebaut haben.
Waffen gefunden, die wilden, Preis und die, Schurken, die angreifen nicht das, Lager ab. Das gab's ja, glaube ich, in, was haben wir da gespielt? Die Minecraft-Alternative. Da gab es ja durchaus die Sache, dass Angreifer einfach die Boots abgebaut haben, Ja, können wir noch so Zwischenräume noch einbauen, wenn das mal fertig ist. Fünf kein Metall übrig. Die Pal-Freunde wieder. Von den Pals angreifen. Und weiter geht's. Da wird dann langsam Nacht. Sollte man vielleicht mal ins Bettchen kriechen. Hier noch ein Fenster. Sehe ich auch bald nicht mehr, wo ich hinbaue. Wäre mal gut, ein Bett zu finden. Jetzt ist hier ein Dach drüber. Können wir doch mal. Ich hoffe, wir haben genügend Material dafür. Natürlich haben wir das nicht. Nägel und Stoff brauchen wir dafür. Das komfortable Bett. Ich beim Bauen hier gleich ein neues Level.
Noch ein bisschen Stoff. Na, kein neues Level. Überfall bei Nacht. Was für Feiglinge. Ich verpenne mal den Angriff. Schafft Extremisten. Ja, das gab es auch noch nicht. Ist das in dem anderen Lager? Könnte sein. Na, ja, das ist das komfortable Bett. Dann können wir an beiden Stellen schlafen. Mit beiden Lagern. Letztendlich im Bett haben. Haben wir hier. So 20 Metallbahnen von dicken Lampe. Nee, ist klar. Nächstes kleines Nachtlicht. Und von meiner Fackel. Wie sieht's hier aus? Ich muss neues Erz besorgen. Link, Mann. Ich hab ein neues Level. Das Arbeitstempo mal erhöhen.
Ich würde Ausdauer machen. Das war mit Ausdauer, geht doch gut. Gut, Gewicht auch toll, toll wäre. Sollen wir mehr mitschleppen können. Nächsten Mal. Autsch. Der hustet halt drin. Splittergranate. Uhrenset. Glücksrüseisquelle, das ist wichtig. Und das Uhrenset auch noch mit dazu. Ja, das können wir relativ gut machen. Fasernstein Schießpulver. Hm. Splittergranate ist auch schnell herstellbar. Haben wir Bomben. Springen wir alles in die Luft. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das machen kann. Können wir gleich mal einen Granatentestlauf machen. Ich kann mit den Granaten meinen Boss angreifen. Versuchen wir es mal wieder gegen das Marmorest vom Anfang. Und das wollen wir Granaten craften. Munition haben wir jetzt auch da. 66. Wäre vielleicht mal ein Versuch mehr wert. Sollen wir das Endboss mal wieder versuchen? Im wahren Endboss des Spiels. Marmorest. Also Holz wird hier in die See abgebaut. Aber Metall. Feuer machen. Wo bist du hin? Na bitte. Kurz warten.
komm, ich kann ja schon mal. Der Vulkan dann, die gehen wir definitiv heute nicht. Islander ist auch noch zu. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen in dem Gebiet ein bisschen weiter abkunden. Hier so. Hier unten am Restanfang könnten wir noch machen. Ich bin mit Material. Da mache ich Fenster rein. Braucht Metallbahn. Ja, nimm mal die Gebung. Okay, das wäre noch nicht. Was wollte ich? Ich wollte mal gucken, ob wir Granaten herstellen können. Und Metallbahn. Und 13 Stück können wir herstellen. Und es geht einigermaßen schnell. Ich mach das mal hier einfach. Mit Geduld. Der Preis zu bekommen. Ist eine blöde Idee. Obwohl. Warum nicht? Oh, es hat geklappt. Und es dreimal versuchen musste. Das ist neu. Und da ist es weg. Spannendster Teil des Spiels. Die Werkbank in das abgeschlossene Haus mit nur einer kleinen Tür. Wenn sie bauen, ist eine blöde Idee. Wenn die Preise da nicht rein können. Oder zum anderen Lager. Können wir das denn machen?
frag mich, wie viel so eine Splittergranate anwendet. Was denn Schaden macht. In der Herstellung sind die relativ billig. Was machen wir? Das ist hier ziemlich. Da braucht man kein Metall für. Was war das? Steinfasern und noch irgendwas? Das ist jetzt nicht so wild. Neues auf meiner Newsseite. Wie viel Geld habt ihr auf Steam ausgegeben? So viel findet ihr, so findet ihr es raus. Will ich gar nicht wissen. Geht ich auf wahrscheinlich sehr wenig, weil das meiste hat mir Modi geschenkt. Messenspiele. Aber von den Spielen, die ich mir gekauft habe, das sind. Also das ist doch schon die Anzahl an Spiele, die ich habe. Sagen wir knapp. Ja, ein bisschen weniger als die Hälfte hat mir Modi geschenkt. Wahrscheinlich. Von den Spielen, die ich auf Steam habe. Aber ich habe da auch einige gekauft mit meinem Geld. Ist halt ein Hobby. Hobbys kosten ein bisschen was und das habe ich halt über die Jahre wirklich, das ist schon also ich würde schon, das sind schon Hunderttausende an Euros oder Tausende auf jeden Fall. Hier findet ihr nun die bekehrte Summe in US-Dollar angezeigt. Aufgeschlüsselt nach den abstrakten Kategorien Total Spend und World Spend. Okay. Gesamtsumme aller Einkäufe. Das wäre ja mal wirklich spannend zu sehen. Kann ich mal in der Pause gleich nachgucken. In der Pause vielleicht ja nicht, aber nachher am Stream. Bibliothek. Dann macht man Rechtsklick in der Bibliothek auf den. Kann man hier. Account-Details, aha. Genutztes externes Guthaben. Mhm. Muss ich mal gucken, ob ich das mal einsehen kann. Kann ich das mal irgendwie auf Social Media veröffentlichen? Weiß nicht, ob man das sollte. Dann wissen alle, wie viel wert mein Steam-Account ist. Jetzt hört man es eher nicht, aber ich werde es nicht posten, ich will jetzt halt keinen Threads-Post machen oder so, oder einen Instagram-Post, ich werde da, ich zeige es euch mal nebenher in einem Stream. Also von der bloßen Menge an Spielen, die ich da schon habe. Viel davon habe ich im Steam Sale bekommen. Also da fliegt's hin. Manche für so, manche, manche,
Manchmal gab es so viele in einem Bundle so für 2 Euro. Da habe ich dann manchmal so 7 Spiele für 2 Euro. Gibt es dann manchmal solche Aktionen, die ich dann einfach mitnehme. Das dann ist da natürlich. Habe ich natürlich dann nicht so viel für was gegeben, aber. So ist hier eigentlich. So, ich wollte mal mit meinem Pals. Ich wollte mal einen Bosskampf ausprobieren gehen. Das Team ist fit und heile. Sieht so aus. Meine Waffe ist in Ordnung. Ja, 66 Schutz. Schauen wir mal. 1000. Beeren. Nehme ich mal die Hälfte. Um mein Team zu versorgen, nicht. Die fressen aber auch schon viel. Wir sollten vielleicht mal. Das ist gerade Sonnenuntergang. Wir jetzt nicht mehr in der Nacht kämpfen. Auf den Morgen warten. Wir haben 23 Kupfer, nicht Kupfer, Metall. Können wir mal hier weiter wohnen gehen. Dann warten mal kurz. Ich würde erstmal die Rüstung noch verstärken. Die mal reparieren. Das braucht jetzt viel, aber das meiste wahrscheinlich verbraucht. Besser als unbewaffnet im Kampf zu gehen. Na, jetzt habe ich ja genau alle haben wir verbraucht. Naja. Ist es wert, wenn wir einen guten Kampf liefern wollen. Wir sind ja seit dem letzten Versuch ein paar Level gestiegen. Im letzten Versuch haben wir es ja schon fast geschafft. Also, let's go. Jetzt schlachten wir mal Morast ab. Danach machen wir eine Pause. Team hier an, mit dem Eisdrachen. So, auf geht's. Schön mal ausweichen. Ausweichen sieht aber anders aus. Ich habe auf Schilde geachtet. Das Schilde dabei habe. Zwischen die Augen.
von Volltreffern. Oh oh. Weg hier. Warte, wir haben Granaten. Wie werfen wir die? Mit G oder? Mal vorher gucken müssen. Wir müssen noch mal. Splittergranate. Macht das irgendwas? Oh oh. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass die nicht explodieren. Na, es macht 30 Schaden. Ah, ein bisschen. Und von der Granate hätte ich mir mehr Explosion gewünscht. Hey du, die Verbosskämpfer. Muss man bleiben. Mach ja wirklich nur Puff. Ist auch vorbei. Nee, nee, lass mal. Splittergranaten. Da gibt es später größere Bomben, aber. Das war ja enttäuschend. Ganz großen Wummen bin ich schon gespannt hier. Ein Raketenwerfer später ganz am Ende. Und das MG und so. Allerdings sage ich auch ganz ehrlich, ist momentan auch so ein bisschen über eine kleine Palworte-Pause nachdenke, dass da mal ein bisschen das ist mal ein anderes Spiel zwischenschiebe. Abwechslung reinkriegen. Ich habe es jetzt schon auf den Mittwoch verschoben, ich weiß, aber weil ich halt gemerkt habe, es wurde wirklich, ja, es wurde ein bisschen zu viel. Zu viel Palwood. Ich will nicht sagen, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, aber ein bisschen mal. Das Spiel ist auch so unendlich, das ist einfach, das ist. Das Ende ist halt noch lange nicht in Sicht und.
mal für ein paar Monate pausieren. Live Let's Play. Mal was anderes spielen. Ich habe ein anderes Endlos-Projekt in der Planung. Was vielleicht gar nicht so endlos wird. Wenn ich das dann wird, dass es ein klassischer Abbrecherkandidat ist. Hm. Wir haben das Ding gleich. Habe ich auch nicht gedacht, warum man einen roten Ball für. Oha. Ich versuch's nochmal. Kann ja klappen. Vielleicht fangen wir es ja sogar noch. Unwahrscheinlich. Jetzt! Na? Uha. Zwei Bälle habe ich noch. Wasser schießen. Oh. Oh. Als ob. Marmorest gefangen. Das Brust Marmorest. Nicht nur besiegt, sondern gefangen. Alter Schwede. Das ist mal geil. Na, da haben wir was. Ziel geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Marmorest gefangen. Geil. Das kommt jetzt bei mir ins Team und weh, das ist nicht besonders genauso stark. Das kommt jetzt bei mir sowas von ins Team. Tauscht das gegen. Ich würde es gegen die Biene tauschen. Einfach mal nur Rest im Team. Ich packe auch mal auf hier. Mit HP-Asten. Das ist wieder voll. Ich probiere mal was aus. Wo ist das nächste Mal? Wow, 4000 Angriff. 47 Angriff. Nice. Dann können wir gleich nochmal einen Boss, einen anderen Boss probieren mit Marmorest. Ja, das war das fangen konnten, das war schon sehr viel Glück. Mit dem letzten gelben Ball. Ich glaube, da haben wir einen großen Vorteil. Ja, das kann nur Seen und Holzfällen und Stein. Also mit einem Lager würde ich das mit dem Rest auch nicht reinpacken. Wurde das gerade wieder downgraded? So, Level 38. Das ist Level 31. Level Synchro. Diese verschissene Level Synchro. Das wurde jetzt gerade wirklich gedowngradet.
Einfach so ist es stark genug auf Level 31. Was für eine Nummer ist das denn, Spiel? Downgraded. Naja, kurze Pause nach diesem Sieg. Dann geht's weiter und dann erkunden wir noch ein bisschen. Dann machen wir noch den einen oder anderen Sieg gegen. Die Bossfights, die es hier gibt. Ja, kurze Pause, bis gleich. Wie dumm. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die. Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht. Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Endner bricht aus, um Endner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie kann laufen und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mal das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. Ein bisschen der feingefühlte Stimme. Ja. Gute Nacht.
das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der. Das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Komm, hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Bist draußen aus deinem Stein. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Komm schon, Flash hat groß, kriegt auch nicht. Nein, da bist du unser Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Wenn diese Drohung mit dir ist. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub ich. Du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Zeit mit ihrer Tochter. Los, komm. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Mist, sag ich.
Heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ein Monster! Ja, verpiss dich. Monster. Ja, das war die letzte Entscheidung. Das ist das Monster. Er hat eine Idee. Haben Sie in der Zeitmaschine verfranst? Yep. Fantastisch. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Gelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben dich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du's gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Bist du alter Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. We'll get here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler! Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboy-Hüte. Oh! Oh nein! Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboy-Hüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht. Modi, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja. Sofort. Flame is good. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free-to-play, oh nein, das ist ein Free-to-play-Game. Das haben wir ein bisschen nur Optionen dazu überdachten. Es. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Headface könnte natürlich. Wenn Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den Sequenzerwerten mit Vergnügen. Okay, bitch,
Stimme den Geschäftsbedingungen zur Art Geeignung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielleitungen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, um Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in kritischen Noten gelesen mit meinem Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. So, na dann. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ah, hier sind wir. Teamhals. Mal ein bisschen füttern, damit die nicht ausgehungert in den nächsten Kampf gehen. Hier nichts Neues. Joa, wo haben wir denn? Bossfights. Und die Insel haben wir jetzt inzwischen auch geräumt. Hier hat man einen Buschi. Schauen wir mal, was man Rest downgraded auf 31. Wenn man es jetzt so alles kann. Wie der enttäuscht mich im Kampf. Level 23, das kriegen wir eigentlich hin. Geht's in das Feuerpal. Was soll da schief gehen? Oha. Das war mein Volltreffer.
Na komm. Nice. Nächsten Boss gefangen. Kein Problem mehr. Wir arbeiten jetzt Boss ab. Da drüben ist gleich der nächste. Da werde ich mal hinreiten. Einfach die Strecke folgen. Jetzt genau hier lang. Ausdauer reicht nicht aus. Aha. Oh oh. Berg oben wahrscheinlich. Sorry. Irgendwo hier muss das sein. Auf diese Ebene oder? Man kann vom Sattel aus schießen. Wo ist denn jetzt der Boss? In die andere Richtung. Irgendwo hier. Ich finde es hier nicht. In der Höhle etwa? Könnte fast sein. Ah ja. Den Dungeon betreten. Müssen wir erstmal durch eine Höhle durch, ja. Müssen wir wohl. Das ist nicht der Post-Dungeon, oder? Hä?
Wasser oder nicht. Shit. Ach, verfehlen ist natürlich scheiße. Könnte mal stillstehen bleiben. Seht ihr den Grund, warum mehrfach Schutzgewehre erfunden wurden? Das war der Grund. Es ist ein bisschen scheiße bei beweglichen Zielen. Ist unpraktisch. Und hier die Boss-Arena. Muss man dafür was aktivieren? Sieht ziemlich bossig aus hier. Einen Dungeon-Card haben wir nicht, oder? Schade. Dann diese Art Dungeons ist, wird es nie wieder groß finden. Ohne Minimap. Braucht es immer ewig, um rauszufinden. Das sieht doch aus wie eine Busplattform. Aber hier ist nicht. Musik haben wir den aber noch nicht, oder? Prachtvoll. Und die lebt noch. Mozzarella Kuh. Okay. Und da geht's nicht weiter. Mozzarina. Aber wo? Hier drin oder was? Ein unsichtbarer Boss oder wie?
Nur auf den Baum. Was wird hier gespielt? Merkwürdig. Komm ich da lang? Hier sollte wohl ein großer Kubus sein. Stattdessen waren zwei kleine Kühe. Bis packt. Sehr merkwürdig gerade gewesen. Und warum passiert hier nichts? Ich meine, da drüben war der Ausgang. Mich aber kaum. Shit. Boss habe ich jetzt hier nicht gefunden. Gut. Wo ist denn dieser Boss? Das macht mich gerade ein bisschen türbe. Wildrollenlager. Ja. Überraschung. So ein Flammenwerfer-Typ.
Feuer gelernt. Ach komm. Wie soll man denn da zielen? Das so ruckelt. Wenn er so rennt. Alter! Was soll denn das hier? Nee, Frisse. Okay, den nächsten Boss haben wir da drüben. Und wenn wir ihn finden. Da drüben waren wir auch noch gar nicht. Ein paar hinterm Boss haben wir auch noch gar nicht erkundet. Da können wir noch mal hin. Die sind ja mal umgerannt. So hungrig. Richtig mal. Das war aber nix. Das sind die Munitionsvögel. Explosiv. Kein Platz im Inventar. Was ist denn da los? Du willst nicht verarschen. Wo haben wir die Eisdrüse her? Komm, für die kalte Rüstung. Munition haben die jetzt nicht gebraucht, oder? Doch Schießpulver. Schießpulver. Höhe. Ups, muss mal absteigen. Flammenwerfer-Typen. Ich schleppe zu viel mit mir um.
Feuerdrüse. Haben wir ja noch nicht genug von. Eisdrüse, das ist das, was wir brauchen. Da irgendwo oben ist der Boss. Ich sehe nicht, wo ich bin. Das ist sehr hoch, um wenn ich zurückgekommen. Fallen wir tief. Und wer tief fällt, kann hochfallen. Andersrum. Was mache ich hier? Ich sehe nichts. Wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Und die Radar ist weiter. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Wortwörtlich. Was zum Kuckuck. Das ist ein Lager. Von der Nacht überrascht. Mit der Distanz hier. Weiß ich. Man muss hier irgendwo auch der Bus sein. Was bist du denn für einer? Ja, der den ich nicht fangen kann. Ach du Schande. Ein Jumpscare-Vogel. Platz mit dem Inventar. Das ist so ein Blödsinn. So, wir nutzen mehr nutzlose Zeug auf der Arbeit.
verstecken sich denn diese Bosse? Stehen quasi in ihm. Also manche Bosse und wieder despawned oder Platz mal für den Schlüssel oder was? Ja, moin. War klar. Wo rennst du denn hin? Das ist der. Ich bin schon. Und ich hab in einem Tempo gedreht. Ich hab's in einem rausgeholt. Der hat rotiert. Der nicht rotiert, die hat. Gedingst. Gut, dann hat kein Boss. Das Friere ist nur noch da. Und hier ist ein Boss, den können wir noch machen. Rein hier. Level 31. Das wird spannend. Ein Elektroviech. So ein Dino, wie bei dir, von den blauen. Das ist ein Gelb. Oh. Sollte er nicht mitten drin stehen? Na komm. Und fang ihn. Ja, sehr gut. Was soll ich denn Boss nicht fangen?
Drachenkugel. Und da müssen wir was loswerden für. So, den nächsten Boss gemacht. Dass dafür noch keine Punkte gab. Den nächsten Turm können wir auch bald machen, dann haben wir was. So, wir können ja von unterwegs nicht schnell reisen. Können wir mal hier. Dann machen wir mal den hier. Okay. Level 23. Mein Frierpal wird es nochmal abrunden hier. Können wir mal probieren. Wird hoffentlich auch mal gepasst. Wenn ich nur gedowngradet die Pass, dann auch geupgradet. Sachen, die wir im Inventar haben, ist nochmal verstanden. Elektrodüsen. Was wir ja das mit uns rumschleppen. Seht und das Organ haben wir jetzt dabei. So ein gefrorenes Ei. Ein Schluck ist gerade bei den Husten sehr wichtig. So, was wollte ich denn jetzt machen? Können wir noch ein paar Dinge bauen und dann noch einen verzweifelten Versuch im Eisturm machen.
müssen wir die Eisrüstung erstmal noch. Ne, warte, bevor wir hier weiter bauen. Und das ist mal das Metall, was wir noch haben. Du musst irgendwo unsere Eisrüstung umgehen. Wir haben doch jetzt ein paar Eisdrüsen bekommen. Irgendwoher. Kleiderschrank. Wo ist meine kälteresistente Eisrüstung? Eisenrüstung. Ist die hier irgendwo unten versteckt? Ja, hier. Metallrüstung. Stoff und Metallbarren. Das sollte reichen. Stoff. Machen wir das Level wieder Level 38 oder? Dann wird mir das angezeigt. Hier ist der Level 31. Unfair. Ja, tragbare Laterne. Wäre sehr hilfreich. Guck mal hier mal. Donner der Heimkehr. Um zum nächsten Lager zurückzukehren. Mhm. Und warum? Erzbruch 2. Der erste funktioniert noch nicht richtig. Aber egal. Sie wieder hintragen. Na komm. Nach. Noch die Metallbahn. Einen. Ist klar. So. Wo ist die Rüstung? Guck mal, der Kälte besser zurecht. So, alle halbwegs fit. Dann bin ich da gespannt auf den auf Bushi. Ja, bei 23. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen leveln.
Ja, das Feuerpfeil wird doch hier was bringen. Na komm, mach mal noch einen verzweifelten Versuch. Schaffen wir es ja, das wäre ja der absolute Gewinn. Das wäre ein absolutes Highlight. Wir haben nur Rest besiegt und dann die ganze Siegesreihe jetzt hier. Und jetzt das noch. Das wäre ja Highlight-Stream. Ich glaub's nicht. Das wäre ja zu surreal. Stimmt, die hat gar keinen Pflanzenpfahl. Egal, ist unser Feuer. Unser Feuerpfahl auch effektiv gegen. So, na mal schauen. Was wird? Das sollte nicht passieren. Konzentriere dich auf den. Geschossen. Shit. Muss ich ein bisschen mich selber schützen. Alles kämpfen lassen. Erstmal abhauen. Und den Rest kämpfen lassen. Dann geht's noch sehr gut. Und ich mich in Sicherheit bringe. Puh, aber die 55.000, 69.000. Jetzt wissen wir mit Mama Westen schwierige Sachen. Zu groß, die Gegner hier. Das sollen wir noch nicht können. Noch mit langem Rest nicht. Machten die Leute drüben kuscheln.
Nee, wirklich. Hungrig bist du. Das kommt richtig. Friss alle Beeren. Alle Kämpfe. Ja, auch das schaffen wir in der Zeit nicht. 5 Minuten noch. Dann müssen wir wieder kommen, wenn wir viel stärker sind. Level 50 nochmal vorbeikommen. Gleich wieder Munition herstellen. Das ist ja nicht das Problem. Das bewahren wir jetzt auch noch. Wenn wir Stück bekommen. Den Schuss noch. Oh, was mache ich im Menü? Mama, was zählt schon? Das zählt schon eine Ewigkeit aus. Warum ein Team von der Mama Rests? Das war's. Bin ich drauf gegangen. Nicht mal nur Rest. Der jetzt noch ausgehalten. Ja, wie gesagt, ich komme mit Level 50 nochmal wieder. Versuchen wir es nochmal, wenn wir größer sind. Joa, na dann. Kaum ist jetzt keiner gegangen. Man wird hier schon erahnt. Und gleich nochmal schlafen gehen. Ja, ich muss Schluss machen. Ist auch jetzt schon fast Regulierung. Streaming erreicht. Und ja, das nächste Lagerlevel, das braucht noch ein bisschen. Und was soll man machen können? Zum anderen Lager übernachten. Hier kann auch viel eingerichtet werden. Ihr seht ja gerade, wie, was das für Dimensionen sind. So, Fenster so dahin.
von Materialien, ja. Okay. Ganz bequem schlafen im bequemen Bett. So, na dann, im Burgzug mach ich mal Schluss für heute. Jetzt habe ich noch ein Schild. Habe ich. Genauso. Offiziell getauft. Haben wir keine Punkte mehr zu vergeben. Na dann. Ich überleg mir mal. Bis spätestens zum Wochenende irgendwie. Ob wir jetzt noch die nächsten Wochen ein paar World weiterspielen. Ob ich das mal für eine Weile pausiere. Ich verrate euch mal noch nicht, was ich vorhabe. Das nächste Projekt. Wenn ich mich dann doch entscheide, Pirate weiter zu spielen. Ja, mal schauen. Man soll auch aufhören, wenn es am besten ist. Also, mir ist nicht aufhören, aber pausieren. Und es gerade. Das kann's. Natürlich den Turm haben wir jetzt noch nicht geschafft, aber Mamorest gefangen und besiegt. Es war noch heute, dass du den Burgtrupp weitergebaut. Ist doch wohl noch, das wäre noch ein guter Punkt, um mal, sagen wir mal, Staffel 1 abzuschließen. Und ja, dann mal was anderes zu spielen. Später dann in ein paar Monaten ein paar wird Staffel 2 zurückzukommen. Ja, mal schauen. Ich spiele es auch noch weiter. Ich muss noch ein bisschen abwägen. Mit mir selbst. Ein bisschen. Schon, ich habe auf beides Bock gerade und ein bisschen Maschung. Gucken wir mal, schauen wir mal. Für heute würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Schicke euch noch ab in die Endcard, dann bringen wir noch wohin. Dann sehen wir uns hoffentlich mal schauen. Wie es mir gesundheitlich geht, wenn es noch schlimmer wird, wenn ich da jetzt es noch schlimmer geht, muss ich zum Arzt. Und ich habe schon heute Schwierigkeiten zu sprechen. Bis dann.
wie sich das noch verschlimmert. Kann ich ja am Freitag nicht nehmen. Ja, mal schauen. Also wenn wir am Freitag streamen, geht's mit einem neuen Projekt los. Spielen wir Resident Evil Revelations 2. Das mache ich aber nur, wenn's mich komplett. Wenn ich nicht komplett kaputt bin. Ja. Mal schauen. Ab in den Endcard, ab in den Wait, würde ich sagen.